Oh Gott, Chaosfrosch. Ich kümmere mich doch lieber um die Gäste, Mensch. Das ist so ein Geheimniskrämer heute. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Ihr habt vorhin nicht das Geheimnis von Arman verraten. Verrätst du andere Geheimnisse, wenn du welche hast? Zu deiner Freundin oder so? Kommt drauf an, welches. Okay, welches hast du dir ihr denn schon mal verraten? So ein Geheimnis von mir selber? Zum Beispiel? Ja, das verrate ich ja jetzt hier nicht. Ach so. Ist ja nicht meine Freundin. Ach, richtig. Nee, eindeutig. Nee, aber ansonsten, Geheimnisse bleiben oder müssen eigentlich geheim sein, sonst sind sie keine Geheimnisse mehr. Mhm. Wie machst du das, Kahn, wenn du Geheimnis hast? Also ich habe dieselbe, ich vertrete dieselbe Meinung wie Sinje. Okay. Also sonst wären es ja keine Geheimnisse. Aber ich erzähle schon meine Geheimnisse meinen besten Freunden. Aha, da erzählt man das dann schon mal. Die wissen also Armans Geheimnis schon? Nein, leider nicht. Nicht mal das? Okay, das scheint wirklich ein ganz großes Geheimnis zu sein. Ich sage nur, magischer Schutzwall und verrückte Standuhren. Das reicht genau. Noch ahnen die fünf Jugendlichen nicht, wo sie gelandet sind. Doch merkwürdige Dinge passieren. Und bald müssen die Teenager feststellen, das Leben auf dem Hof ist anders als alles, was sie jemals kannten. Komm, hab keine Angst. Eine unbekannte Welt voller Magie und Abenteuer. Es ist hier nicht wie bei dir zu Hause. Viele Dinge laufen ja eben anders. Und wie anders. Das sah ja toll aus. Mensch, erst in den Brunnen gefallen und dann bist du da irgendwie ins Wasser getaucht. War das echtes Wasser? Das ist bestimmt ganz schön aufwendig, sowas zu drehen, oder? Ja, schon. Nee, es war kein echtes Wasser. Und zwar war es, man nennt das Greenbox, quasi eine grüne Wand oder eine grüne Box. Mhm. Und ich hing dann an so einem kletterartigen Geschirr irgendwie, an zwei Seilen halt. Aha. Befestigt. Und wurde quasi 4 Meter in die Höhe gezogen. Opala. Sollte mich dann kopfüber drehen. Oh, hast du Höhenangst? Also ich dachte nein, aber ich glaube jetzt ja. Jetzt ja, jetzt nach ja. Der Erfahrung schon. Ja, nach der Erfahrung schon, weil ja. Du bist halt dann wirklich in 4 Meter Höhe und dann heißt es einfach, jetzt Kopf überdrehen und du siehst halt diese 40 Leute, das ganze Team in Miniaturfiguren und unten halt nur Betonboden und du denkst halt echt so, du hast halt keinen Halt. Also du fühlst dich total, ja, total hängen gelassen. Unsicher. Wortwörtlich. Ja. Und musst dich dann halt einmal Kopf überdrehen. Mhm. Das ist bestimmt auch für den Magen sehr, sehr schön. Alex. So hat es aber ganz toll gemacht. Ja, kam nichts runter. Nee, also wir haben nichts abgekriegt. Okay, aber so eine Fantasy-Geschichte, die ist sehr, sehr aufwendig, oder? Man ist dann immer so gefesselt von der Handlung, guckt da einfach so zu, aber dahinter steckt so viel Arbeit. Also bei den Effekten, ich hatte auch erst Angst davor, wie macht man das eigentlich? Und aber das Schwerste ist eigentlich, genau zu wissen, wie es aussehen soll am Ende und das allen zu erklären. Mhm. Und wenn dann alle wissen, wie es ungefähr aussehen soll, dann überlegt man sich, wie man es umsetzt. Das geht dann relativ einfach. Also so wie Sinje gesagt hat, die waren in der großen Halle an so Seilen und später haben wir den Wasserhintergrund dann dazu gebaut. Mhm. Und dass das so langsam ging, wie geht das? Das sah ja wirklich aus wie unter Wasser. Wie dass es das so mal? Schwebt, ja. Genau. Da haben wir in Zeitlupe gedreht und von unten, da stand dann so eine riesige Windmaschine, die so ganz viel Wind gegen Sinje gepustet hat, dass ihre Klamotten so fliegen und ihre Haare fliegen. Und dann sieht es später dann so aus, als ob sie fliegt. Und wenn man dann den Text spricht, aber in Zeitlupe dreht, wie macht man das? Also wir haben es so gemacht, dass sie Sinje musste ganz schnell sprechen, also doppelte Geschwindigkeit, damit es später dazu passt, wenn wir es dann wieder normaler abspielen, mit einer normalen Geschwindigkeit, dass es auch so aussieht, als würde sie normal sprechen. Ach so. Das hat sie dann geübt, im Kämmerlein. Und dann hat es funktioniert. Du hast das aber toll gemacht. Sie hat das super Danke, gemacht. Dass du im Brunnen warst. Für uns, wir können diese Serie genießen. Bleib bitte noch da, wir brauchen euch gleich noch als Experten beim Wiss-Quiz. Und Günther, jetzt möchte ich wirklich endlich mal wissen, was du da eigentlich machst. Komm, gib mal her jetzt. Was ist denn das für ein Schild? Hey, gib doch mal, das Schild da hinten her, Mensch, Günther. Oh Gott, nochmal. So, und jetzt geht es weiter mit unserem Studio-Thema. Es geht um die nagelneue Serie Armans Geheimnis. Und dafür haben wir die Hauptdarsteller zu Gast. Das sind einmal Sinje und einmal Kahn. Und die Regisseurin Alex Schmidt. Sag mal, Kahn, das war deine allererste Fernsehrolle. Genau. Und jetzt wissen natürlich die Leute hier vielleicht nicht, wie kommt man denn überhaupt zum Fernsehen? Wie kriegt man so eine tolle Rolle? Also ich hatte zunächst einmal Glück. Ich musste in der 9. Klasse ein zweites Fach dazu wählen. Und ich hatte eine tolle Klassenlehrerin.
Dann dachte ich mir, ich will einfach mal Theater. Mhm. Wegen der Lehrerin? Genau. Oh, und die hat dich inspiriert. Ja, die war sehr nett halt. Ja. Die sah auch ganz gut aus, zufällig, ne? Ja, sah auch. Ja. Aber ja, dann habe ich halt Theater gewählt, war dann plötzlich die Hauptrolle. Jeder meinte, du kannst gut spielen. Mhm. Und dann haben wir halt unser Theaterprojekt vorgestellt. Und dann die Mutter von einer Mitschülerin hat halt ein Theater und meinte, dass ich Talent habe. Und dann hat die sich in Verbindung mit der Casterin von uns, von Amans Geheimnis, gesetzt. Casterin ist die, was macht die? Die castet halt jeden Einzelnen. Also die sucht die Schauspieler mit genau. aus, die schlägt die vor. Genau. Ja. Und dann habe ich mein Glück versucht, bin zum Casting gegangen. Mhm. Da war ich sehr nervös und habe halt mein Bestes gegeben. Und dann wurde ich halt ausgesucht. Siehste mal, früher noch Tiger in den Club-Zuschauer. Er ist ja erst 18 Jahre jung, nicht wahr? Und jetzt schon als Star hier. Das kann dir auch passieren, zu Hause vor dem Fernsehgerät. Oder dir. Ja, vielleicht nicht mehr. Auch nicht. Ich bin zu alt. Das ist vorbei. Vielleicht klappt es ja noch bei mir. Mal gucken. Sinja, du bist im Gegensatz zu mir eine erfolgreiche Schauspielerin, hast auch schon in mehreren Filmen mitgespielt. Das heißt, du hast Erfahrung mit Castings. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Ganz unterschiedlich eigentlich. Also natürlich im Grunde erstmal Text lernen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du zum Casting gehst und keinen Text kannst, dann guckt dich jeder an so, hallo, da war aber irgendwie eine Aufgabe. Die eigentlich hier? Genau. Die haben doch einen Text von uns bekommen. Und naja, dann allein durch die Szene erfährt man halt relativ viel auch von der Rolle, die man spielen soll. Und ich versuche halt immer irgendwie der Rolle quasi mein Gesicht und ja, quasi so das Leben zu geben. Mhm. Weil sonst ist ja erstmal eine Rolle nur auf dem Papier und du belegst quasi deine Rolle mit dir selbst. Wow. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du da halt irgendwie so der Rolle halt einfach wirklich Leben einhaust. Und Alex, du fragst dann bei so einem Casting alle Schauspieler, Mensch, liebt ihr Pferde? Das ist ja toll. Und dann gibt es manchmal Überraschungen, ne? Genau, dann gibt es manchmal Überraschungen wie bei Sinje. Weil alle sich natürlich Mühe geben und sagen, ja, wir mögen Pferde über alles, auch wenn es gar nicht so ist, weil sie ja die Rolle haben wollen. Ja. Und die Sinje habe ich auch gefragt, wie dann ihre Beziehung zu Pferden ist. Und die Sinje hat dann gesagt, ach nee, Pferde, nee, ach nee, es muss nicht sein. Ach was. Aber ich meine, das war total richtig, weil ich dachte, Charlie ist halt auch nicht so ein Pferdenärrin am Anfang und das passte total gut. Das ist aber mutig, da die Wahrheit zu sagen, ja, nicht so zu tun, als würde man Pferde lieben. Nicht schlecht. Wie es hinter den Kulissen zuging, ziemlich wild, um ehrlich zu sein, das gucken wir uns auch mal an. Ein idyllischer Fleck mitten in Deutschland. Perfekt für die Filmcrew von Amans Geheimnis. Hinter den Kulissen der Serie herrscht ein riesiger Aufwand. Kameraleute, Kostümbildner, Maske und viele mehr. Über 60 Spezialisten sind am Set. Pferde sind in Amans Geheimnis natürlich auch die Hauptdarsteller. Jedes Pferd ist mit seinem eigenen Pferdetrainer an den Drehort gereist. Großer Aufwand, viel Planung. Pferdeäpfel gehören genauso ans Set wie gute Laune und viel Spaß. Und bei ihr laufen alle Fäden zusammen. Hier stehen die Kinder, Verabschiedung, große Verabschiedung wie immer. Dahinter stehen die 5 Pferde. Die Regisseurin Alex Schmidt. Sie weiß ganz genau, wie die Szene in der Serie wirken soll. Also, es geht um die neue Serie Amans Geheimnis und wir haben es versucht, aber ihr wollt uns das Geheimnis einfach nicht verraten. Nein. Wann kann man sich die Serie also anschauen? Ab Freitag. Ab Karfreitag? Genau. Bis Ostermontag. Alles klar. Also einschalten, wenn ihr wissen wollt, was Amans Geheimnis ist. Oh mein Gott, dieser Grünfrosch, der hat doch auch irgend so ein Geheimnis. Günther, jetzt gibst du mir dieses Schild. Du kommst nicht mehr. Wie bitte? Was? Ich soll das? Ach, ich soll das vorlesen. Okay. Oho. Ich glaube, der ist verknallt. Pass auf. Liebe Sinje, schauspielen kannst du ziemlich gut. Das hier erfordert mir zu viel Mut. Ich muss es sagen, gleich werd ich rot. Du bist so süß wie Fliegenmarmeladebrot. Oh, Günni, Mensch. Da hast du dir wieder richtig jetzt darfst viel sie Mühe küssen. Gegeben, ach, das ist die Fliegenmarmelade. Das sieht ja lecker Mensch. Aus. Ach je, das kann ich verstehen, dass du da schüchtern wurdest. Sinja, freust du dich oder bist du jetzt wieder knallhart ehrlich? Ich muss leider ehrlich sein, ich mag nicht so gerne fliegen. Aber das kann ich überhaupt nicht verstehen. Eine sehr süße Geste. Also sind Frösche jetzt genauso beliebt bei dir wie Pferde. Das ist ja toll. Schön, dass ihr heute unsere Gäste seid. Vielen Dank. Die Hauptdarsteller aus Amans Geheimnis, Sinje Khan und die Regisseurin Alex.